Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ja, diesen wunderschönen Sonnenaufgang, Untergang, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wollte ich euch nicht entgehen lassen. Wollte ich euch nicht entgehen lassen. Ja, es fängt schon wieder gut an hier. Ich muss vor allen Dingen erstmal gucken. Ich bin jetzt gerade in einem Spiel gewesen, wo ich eine Minimap gehabt habe. Es tut mir leid, ich wollte mich gerade an einer Minimap orientieren, die gar nicht hier vorhanden ist. Ich habe alle Prüfungen. Okay. Jetzt habt ihr mich endgültig verwirrt. Hier steht jetzt Hauptaufgabe. Ich habe alle Prüfungen von Baba Yaga abgeschlossen. Fürs Erste. Sie sagte mir, ich solle in der Zwischenzeit das Haus weiter ausbauen. Ach so, und die Natur erforschen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Okay. Aber wir sind jetzt, das habe ich hoffentlich richtig verstanden, doch in einer neuen Karte, oder? Weil wenn wir da wieder nicht sind, kriege ich jetzt so langsam die Krise. Ich wollte mal gucken. Moment, Norden. Norden, Norden, Norden. Wo ist Norden? Da, dann gehen wir in die Richtung. Weil wir haben ja jetzt in der letzten Folge herausgefunden, dass das Ganze hier alles sehr verwirrend war. Und man nicht so genau wusste, auf welcher Karte man jetzt gerade ist. Vielleicht lag es wieder nur an meiner üblichen Verwirrtheit, man weiß es nicht. Aber das hier ist aber neu, oder? Ja, doch, 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 genau. Das war nämlich eine neue Gegend. Da waren das, genau. Das haben wir nämlich noch am Ende gesehen. Das sieht jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlecht aus wie die anderen Sachen. Aber weiß ich nicht, ob das besser ist als das hier. Wenn ich noch ein schwarzes Oberteil gehabt hätte, das wäre halt das Coolste gewesen. So, Moment, was haben wir denn hier? Der Karren, der steht hier so im Weg. Kann man den kaputt machen? Nein, aber wir können interagieren. Also, nein, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht versucht. Oh, eine Vogelscheuche, wie cool. Nee, anscheinend kann man es nicht. Okay, war auch nur so, ne? Gedanke. Was haben wir denn hier? Hat das ein Gut, das war nämlich das, was ich eigentlich sagen wollte. In der letzten Folge am Ende, glaube ich, war es, haben wir noch herausgefunden, dass hier eine Kiste war. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, wir bleiben jetzt erstmal hier. Aber gerade dieser Spruch von wegen, ja, du hast jetzt alle Prüfungen erstmal abgeschlossen, der hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da ist das Dorf. Ich würde halt eben auch gerne wissen, was jetzt woanders hier noch ist. Da ist quasi der Eingang zum Dorf, wenn man so möchte. Oh, was sehen meine müden Augen denn hier? Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das Dorf überall gleich aussieht. Kann das sein? Also es muss ja eine neue Gegend sein, sonst werden ja die Truhen nicht wieder geschlossen. Das heißt wieder, ne? Sonst werden die ja nicht geschlossen. Aber es sieht trotzdem alles gleich aus, weil hier, gut, diesmal arbeitet da keiner dran, aber hier, das sieht wieder genau gleich aus und alles. Das ist so, naja. Hallöchen, kennen wir uns? Nein. Hast du etwas Interessantes gehört? Wir kennen uns nicht, ich sag nicht Hallo. Hast du was Interessantes gehört? Die Hühnerzüchterin hat in letzter Zeit Probleme mit den Vögeln. Es könnte sich lohnen, wenn du nachschaust. Hühnerstall. Dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses am oberen Bildschirmrand. Machen wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Hühnerstall. Er sah verloren aus und auch die ganzen Wesen, die sich darin tummelten, sahen sehr verloren aus. Eigentlich wollte ich noch nicht hingehen, weil ich wollte erstmal die anderen Dorfbewohner ansprechen. Aber die Geschichte ließ mir keine andere Wahl. Sie markierte mir den Hühnerstall. Ich lief direkt dorthin. Und dort begann mein Unglück. Oder das der Hühner, man weiß es noch nicht so genau. Finde ich aber geil, dass wir jetzt so viel Getreide haben. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich das ganze Getreide herkriegen soll und so. Ja, und jetzt klaue ich das einfach den Dorfbewohnern. Finde ich gut. Bist du die Frau vom Hühnerstall? Ich wollte schon fragen, bist du das Huhn? Hey, wie geht es dir? Ich habe gehört, dass du Probleme mit deinen Hühnern hattest. Nun, ja, das habe ich. Meine Hühner waren mein Stolz, mein absoluter Stolz. Die schönen Vögel in ganz Javia, das beste Federkleid, die leckersten Eier. Jetzt sind zwei tot
Und die anderen haben seit Wochen keine Eier mehr gelegt. Sie trauern. Und weißt du was? Ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Der Fuchs! Ich weiß, es ist der Fuchs. Es ist Tosia. Tosia steckt immer dahinter. Achso. Wir haben früher zusammengearbeitet, aber dann haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Für mich ist es gut gelaufen und ich kann die Eifersucht bei jeder Bewegung mit dieser Person förmlich riechen. Begegnung, nicht Bewegung. Ich muss kurz vorweg sagen, ich sitze hier mit Kühlakku und habe Migräne. Also wenn ich mich verlese, seht es mir bitte nach. Kannst du herausfinden, was meinen schönen Vögeln angetan wird? Die Dorfbewohner haben dir nicht von einem neuen Ort erzählt, aber von einem Verbrechen, was stattgefunden hat. Diesen Verbrechen sollte ich nachgehen. Ja doch, ach so, das ist der andere Hühnerstall oder was? Deswegen kam jetzt dieses mit dem Hühnerstall. Ah, das ist also hier die Gegend der Hühner. Der Hühnerzüchter. Moment. Die Frau hat magische Füße. Gut, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir müssen einen Mordfall abklären. Aufklären, so. So, wer von euch beiden... Du bist das schwächste Glied, du bist die Frau. Hast du den Hühnern etwas angetan? Du bist eine Hexe, nicht wahr? Ja, und ich werde dir eine dicke Knollnase in dein Gesicht reinzaubern, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Und kleine Brüste. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Ich will ehrlich zu dir sein. Das liegt alles an der anderen Hexe, die ich angeheuert habe. What? Ich habe hier Konkurrenz? Ich habe ihr gesagt, sie soll das Geschäft behindern. Ich wollte nicht, dass die Hühner leiden. Genug ist genug. Bitte, kannst du dem ein Ende bereiten? Die Hexe sagte, sie habe einen verfluchten Gegenstand in den Stall gelegt. Es war ein Knochen, glaube ich. Hilft das? Auf Wiedersehen. Die Leute sind immer alle so freundlich. Ich meine, gut. Ich sollte Baba Yaga fragen, wie man damit umgeht. Achso, ich wollte ihn jetzt einfach rausnehmen. Na gut. Die Leute, das wollte ich sagen, die Leute sind ja alle immer so freundlich, ne? Die sagen zwar immer alle auf Wiedersehen, aber so, wenn man denkt, da könnte noch irgendwas kommen. Achso, die stand hier unten, ne? Wenn man denkt, da könnte noch irgendwas kommen, drehen die sich einfach um und dann sagen sie, tschö. Jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Baba Yaga, warst du die alte Hexe? Ja. Wie gehe ich mit einem verfluchten Gegenstand um? Du bist auf ein verfluchtes Objekt gestoßen, hm? Wenn es nichts allzu Großes ist, sollten deine Vögel damit fertig werden. Schicke sie zu dem Objekt und der Fluch sollte aufgehoben werden. Aber sei vorsichtig. Jemand muss dieses Objekt sorgfältig erschaffen und dort platziert haben, wo es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob du bereit bist, so viel Ärger mit anderen Hexen anzufangen. Es sei denn, sie haben es verdient, natürlich. Dann ist die Jagdsaison eröffnet. Ach, und es kann nicht schaden, den Ort danach zu reinigen. Markiere und beschütze dein Revier. Kannst du mir beibringen, wie man ein Gebiet reinigt? Ja, wahrscheinlich so, wie wir es schon die ganze Zeit getan haben, oder nicht? Willst du es lernen? Den ersten Teil kennst du schon. Räuchere das Gebiet mit einem Kiefernzweig. Und sei gründlich. Du willst keine Stelle auslassen. Schlechte Energien dringen überall dort ein, wo sie einen Riss in der Reinigung spüren. Als nächstes brauchst du etwas schwarzes Salz. Lege es in die vier äußersten Ecken des Hauses. Auf diese Weise schaffst du einen bestimmten Raum, der gereinigt wird. Das sollte für deine regelmäßigen Reinigungsbedürfnisse ausreichen. Das war's eigentlich schon. Du kannst auch ein bisschen Theater machen. Schwinge den Zweig, murmle. Jeder liebt ein gutes Gemurmel von einer Hexe. Manchmal geht es bei der Hexerei nicht nur darum, was eine Hexe tut, sondern auch darum, wie sie es tut. Natürlich funktioniert es genauso gut ohne das Theater. Ich bin eher eine Traditionalistin. Was ist schwarzes Salz und woher bekomme ich es?
Meine Güte, wurde dir jemals etwas beigebracht? Ja, gesegnetes Salz kenne ich, aber schwarzes Salz kenne ich nicht. Nun, ich schätze, deshalb bist du hier, oder? Schwarzes Salz ist eine mächtige magische Verbindung, die für alle Arten von Schutzzaubern und Ähnlichen verwendet werden kann. Was die Herstellung angeht, bevor du etwas tust, solltest du deinen Geist und deine Gedanken beruhigen. Kein gutes schwarzes Salz wurde jemals mit düsteren Gedanken und einem chaotischen Geist hergestellt. Nimm dann etwas reines Salz und lass es eine Weile brennen. Die Hitze wird das irdische Salz mit dem Element des Feuers verbinden. Eine starke Kombination. Und da hast du es. Ich habe im Laufe der Jahre viel schwarzes Salz in diesen Ofen hergestellt. Behalte immer ein wenig davon bei dir. Du wirst sehen, dass es überraschend praktisch sein kann. Ob Spirituosen oder Eintöpfe, du weißt nie, was gesalzen werden muss. Okay, dreimal Salz ergibt schwarzes Salz, oder wie? Ach so. Ab mit dir. Ich denke dann immer, die sagt ab mit ihrem Kopf. Die Frage ist jetzt nur, weil sie hat mir jetzt nämlich kein Salz gegeben. Das klang jetzt so, als ob sie mir Salz gegeben hätte. Hat sie aber nicht gemacht. Lügnerin. ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel davon mitgenommen hier. Das war Mehl, ne? Ich guck nur mal. Ja, das war Mehl. Das ist voll. Die sind noch nicht ganz voll. Jetzt sind sie voll. Wir haben Knoblauch oder sowas gefunden, aber wir haben kein Salz gefunden. Das ist Honig. Das können wir. Achso, Moment, den Honig können wir. Nee, können wir nicht auffüllen. Ich können wir nochmal auffüllen. So. Also, den Kiefernzweig hätten wir tatsächlich dabei, aber. Ich brauche halt das Salz. Ach, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da kann man die ganzen Rezepte sehen, okay. Muss ich mir jetzt Salz im Dings da in einem Dörfchen kaufen? Das wäre jetzt so mein erster Gedanke. Mein zweiter wäre jetzt eigentlich gewesen, dass ich gerade Salz bekommen hatte. Aber offenbar ist das ein Trugschluss. Moment, wir müssen darum. Trugschluss, nicht Trugschluss. Was rede ich denn hier? Ich sag ja, wenn ich Migräne habe, dann kann ich die einfachsten Wörter nicht mehr. Schlimm ist es auch, wenn man dann so Wortfindungsschwierigkeiten hat. Und alle dann irgendwie denken, man ist so geistig behindert oder sowas. Und man sagt, keine Sorge, Entwarnung, ich habe nur Migräne. Ich will nicht hier ins Wasser laufen. Aber ich habe jetzt das alte hier, glaube ich. Oh, da ist ein Brunnen. In dem Brunnen findet man doch immer schöne Sachen. Oder man findet Schädel. Wobei die auch schön sein können, wenn man die noch nicht hat. Aber wenn man die so oft bekommen hat, dann ist es natürlich... Nee, das war jetzt das Ding unten. Haben wir hier einen Händler? Hallo, ah, da ist er doch. Da ist er doch. Und er hat sogar einen eigenen Brunnen. Dunkler Tontopf. Helles Hühnernest. Gold. Gold ist auch immer gut. Gold ist sogar sehr, sehr gut. Wir haben dummerweise viel zu viel davon ausgegeben. Das ist aber wieder Mehl, oder? Mehl? Ah, Moment. Na, da. Bleib da drauf stehen. Salz. Na komm. Habe ich jetzt zwei? Ich müsste jetzt drei haben, aber er hat es nicht angenommen, glaube ich, als ich drauf gedrückt habe, oder? Doch, ich habe drei. Er hat es nur nicht angezeigt, dass es genommen hat. Ja, super. Okay, gut. Dann geht es nochmal eben zurück. Wobei, wenn man für solche Sachen jetzt natürlich auch noch Geld ausgeben muss, ist das immer so ein bisschen...
Dann hat man nicht mehr viel Geld übrig. Ich hoffe, wir kriegen da noch welches. Da sagen die gerade was. Wir haben unser ganzes Holz in das Haus gesteckt und ein bisschen was, glaube ich, hier rein. Oh ja. Habe ich gut gehabt. Sehr schön. Ja, überall höre ich nur noch Mau, Mau, weil ich die ganzen Katzen jetzt auf einmal hier habe. So. Ich würde die Katze auch gerne mitnehmen. Ach, vielleicht kann man die... Also es kann sein, dass die nur Begleiter sind. Aber es kann auch sein, dass man die vielleicht mitnehmen kann, um irgendein Rattenproblem oder sowas zu erledigen mal in der Quest. Das wäre auch mal cool. Kann ich dich eigentlich streicheln? Ich kann nur interagieren, ne? Warum ist das eigentlich ein Spiel, wo man die Tiere nicht streicheln kann? Das finde ich nicht nett. Ich finde ja beide irgendwie total süß. Also die roten Katzen, wobei das ja eher orange ist hier, die wurden ja damals bezüglich mit den Hexen im Bunde stehend mehrfach getötet, leider. Aufs Übelste verbrannt und so weiter. Nur weil es dann wirklich hieß, dass Hexen mit den Katzen arbeiten und so ein Quatsch. Also ganz Quatsch ist es natürlich nicht, aber das ist halt kein Grund, ein Tier zu verbrennen. Ne? Das meine ich jetzt damit. So, das lassen wir hier. Das schwarze Salz haben wir. Vögel haben wir auch. Und ich habe auch schon wieder total vergessen, was wir eigentlich machen müssen. Wir sollen erst ausräuchern. Oh, glaube ich, jetzt hier in die falsche Richtung. Da ist Noren. Wir sollen erst ausräuchern. Dann hat sie irgendwas von den Ecken, glaube ich, gesagt. Sieht immer so. Dann hat sie was von den Ecken gesagt. Und dann... Ich laufe hier komplett falsch jetzt, oder? Also beziehungsweise parallel. War auf jeden Fall nicht da, wo wir mal durchgelaufen. Oh, da können wir noch mal einen. Können wir noch mal einen holen. Dann machen wir das doch. Komm mit, mein guter Zweig. Okay, die konnte man nicht ernten. Alles gut. So. Ich gucke ja immer noch so nebenbei, ob ich vielleicht irgendwo noch Orte finde. Bei dir waren wir doch schon, oder? Nee. Waldaxt, hängende Kräuter. Naja, gut. Ob ich nebenbei noch... Sind wir denn jetzt... Komme ich jetzt von der anderen Seite? Ah, nee, hier ist das Dorf. Hä? Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ob wir noch Orte finden, wo wir was machen können. Ne? So wie irgendwo... Was Weihräuchern oder keine Ahnung, diese kleinen komischen Viecher da verbrennen, diese Holz... verbrennen! Diese Holzviecher befreien, wollte ich eigentlich sagen, nicht verbrennen. So, das ist jetzt die Tuse gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Weißen. So. Rettung naht. Oh, Jungfrau in Nöten. Ich habe ein Ritual gefunden. Jetzt muss der verfluchte Gegenstand gefunden werden. Der Knochen muss irgendwo sein. Ja. Aber wo? Und die Frage ist, kann ich den anvisieren? Ach da. Ach, guck mal. Ist überhaupt nicht auffällig. Nee, ich muss den ja nur... Ach, ich will den die ganze Zeit nehmen. Ach, ich bin so doof. Ich sollte damit beginnen, mit dem Kiefernzweig zu räuchern. Okay. Oh, Hühner dieses Stalls. Ihr werdet nun gesegnet. Irgendwas hier. Ach, das Salz sollte ich in den Ecken platzieren. Aber ich habe doch gar keine vier Teile. Reicht das dann? Okay, es reicht. Auch einfach einen Huhn mitnehmen. Ich glaube, das finden die nicht so toll. Aber vielleicht schenkt sie uns ja auch einen Huhn. Das wäre mal cool. So, ich habe den Hühnerstall von einem verfluchten Gegenstand befreit. Ein verfluchter Gegenstand? Ich hätte nicht gedacht, dass Tosia so tief sinken würde. Wie dem auch sei, danke. Das ist für dich. Ein Fenster. Die sehen übrigens schöner aus als meine.
Ein alter Holztisch, eine türkise Kommode. Wie soll ich das denn alles tragen? Gold nehme ich immer. Ja! Ja! Ein Huhn! Geil! Das kriegt Baba Yaga dann bei sich, wo sie sitzt. So. Ist das cool? Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und Dankeschön für diesen tollen Tag. Gut. Noch besser. Aber dann habe ich wieder keinen Platz mehr, weil auf einmal habe ich so viel Getreide. Ach, wenn mich einer fragt, sage ich einfach, ich helfe so ein bisschen bei der Ernte. Wenn mich dann einer fragt, wo ich die Sachen hingetan habe, dann sage ich in Hühnerstall. War das nicht richtig? Dann kann ich jederzeit sagen, die dummen Hühner haben alles aufgefressen. Hallöchen, guten Tag. Der Winter steht vor der Tür. Möge der höchste Herr uns alle beschützen. Ja, du mich auch. Wollte eigentlich nur Hallo sagen. Da hinten geht's raus. Was ist denn hier so? Das ist doch kein Stroh. Da kann man nichts machen. Alter, das sind doch Fischernetze, ne? Ach so, die schwimmen von der einen Seite. Nee, die schwimmen da nicht rein. Das ist sowas wie beim Köcher, oder? Oh, die nehmen Fische aus. Ekelhaft. Ich war einmal so halbwegs dabei. Also, ich stand mitten in der Küche, aber es ist nicht schön. Habe ich eben mit dir gesprochen? Nee, ne? Ich habe dein Gesicht noch nie gesehen. Ich sage, es ist unheimlich. Willkommen in unserem kleinen Dorfreisende. Danke, Mutter Maria. Was weiß ich. Soll ich nochmal mit ihr sprechen? Was? Fremde führen normalerweise nichts Gutes im Schilde. Ich werde dich im Auge behalten. Tusia, das war doch die, mit der ich eben gesprochen habe. Für dich bin ich doch gar keine Fremde mehr. Du Waschweib, du. Okay. Mich würde interessieren, ob wir hier nochmal eine neue Quest kriegen würden. Die hängen alle Kräuter auf, ne? Offensichtlich haben die ja alle so dieses alte Wissen noch so ein bisschen intus. Das heißt, man könnte streng genommen die alle hier Hexen nennen. Was war das denn? Aber die haben alle was gegen Hexen, das wollte ich sagen. Ein bekanntes Gesicht. Ein unbekanntes Gesicht, Entschuldigung. Davon haben wir hier nicht viele. Andersrum würde das auch weniger Sinn ergeben. Willkommen in unserer kleinen Stadt. Bitte entschuldige, dass ich nicht gastfreundlicher bin. Diesen Text kennen wir leider zur Genüge. Leider kann ich dir gerade nichts anbieten. Das meiste Getreide ist verdorben. Soll ich dir was geben? Ich habe eh zu viel. Der Winter naht schnell und wir alle fürchten die Schwierigkeiten, die es dann gibt. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du Zeit findest, uns zu helfen. Ich brauche ein herzhaftes Mahl. Herzhaft war Haferbrei, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte wirklich mehr als das. Daran ist gar nichts herzhaft. Dann äff dich doch einfach. Probieren wir das andere. Ah, nee, können wir jetzt nicht. Oder? Knoblauch? Wo ist denn hier Knoblauch und warum kann ich den nicht mitnehmen? Also da ist Knoblauch, aber... Hä? Ich will den Knoblauch mitnehmen. Da! Da hinten. Ja, wieso zeigt er das an? Oder der zeigt das an, weil ich den dann erst kriegen würde. Moment, da bin ich reingegangen, oder? Weil ich den dann erst kriegen würde, wenn... Das war nichts, ne? Wenn ich... Na, sag schon. Wenn ich ihm das richtige Essen gebe... Okay, ich dachte, das ist so doof, ne? Man sieht halt so diese kaputten Sachen überall. War das jetzt der, wo wir schon waren hier? Ich denke schon, aber ich versuche es trotzdem mal kurz. Ja, ja, das war der, wo wir schon waren. Man sieht halt diese ganzen kaputten Sachen hier und denkt sich, ja, kann recycelt werden. Aber geht leider nicht. Stattdessen müssen wir dann komplette Bäume kaputt machen. Das ist doch auch irgendwie...
Kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Moment, von da sind wir aber rausgekommen und nach da gegangen. Frage ist, habe ich jetzt hier mit jedem gesprochen? Tanja. Ich mag Ziegen, aber nach einer Weile riecht alles nach Ziege. Einfach alles. Ja, das hat sowas halt... Franziska, wenn ich du wäre, würde ich diesen Ort verlassen. Das hätte ich schon vor Jahren tun sollen. Ach, die sind alle so nett und gastfreundlich. Du warst die Zinnzicke, oder? Oder bist du jetzt jemand anders? Stopp, so. Tatjana, hallo. Ach nee, ist doch eine andere. Ja, hallo. Warum bist du so groß? Die ist so riesig. Alter. Da ist Feuer drin. Nee, das war aber das, wo wir... Ja, ja, das war das. Ich habe jetzt gerade völlig die Orientierung verloren. Was muss ich überhaupt nochmal machen? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich wollte dem einen ja eigentlich nur noch was zu essen bringen. Und das war dann ja doch erledigt. Aufgabe gelöst, Aufgabe gelöst. Okay. Also Hühnerstall können wir jetzt auch hier mal wieder quasi entfernen. Wieso kann man die eigentlich mit verschiedenen Rottönen machen? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Gut, das heißt, da bin ich rumgelaufen. Das heißt, ich müsste mich so Richtung Südwesten ungefähr halten. Westen, Südwesten, so in die Richtung. Wenn ich noch was nicht erkundet habe, dann in dieser Richtung hier. Moment, hier ist wieder eine Imkerin, aber ist wieder keiner da. Na gut. Schauen wir trotzdem uns mal ein bisschen um. Tolles Deutsch heute, ich weiß. Da waren... Moment, da waren wir doch jetzt schon. Das heißt, ich muss mich dann quasi mehr rechts halten. Ob wir hier noch irgendwas finden werden. Da ist noch Honig. Und sie lief und sie fand eine Brücke, doch sie benutzte sie nicht. Sie lief einfach nebenher. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das da unten jetzt alles... Oh, Moment. Aha. Ein Häuschen. Ein Häuschen, was nicht mehr so unterhalten ist, so wie es aussieht. Ach komm, ich nehme die Abkürzung, es dauert sonst so lange. Ich frage mich dann ja ehrlich gesagt immer, wer da drin gewohnt hat und warum die da nicht mehr drin wohnen. Ich meine, klar, die Leute sterben halt irgendwann. Ne, es ist halt so im Leben. Aber... Aber es würde mich trotzdem interessieren. Ein Buch mit Motte auf dem... Achso, ich dachte mit einer echten Motte. Stehendes gelbes Buch, hängender Kranz. Ja, schon wieder. Hängender Kranz ist irgendwie so ein komisches... Stehendes purpurnes Buch. Aber ist ja Early Access. Also, ne? Verlangen wir nicht zu viel. Das ist ja auch übertrieben. Oh, Schaffell Schlafsack. Das kann die Hexe haben. Ein aufgeschlagenes Buch mit Blumen. Zweimal. Okay. Zack. Ansonsten haben wir nichts. Ja, was ein bisschen schade, ehrlich gesagt, optisch ist, das sieht halt hundertprozentig wieder so aus wie das eine, wo wir schon mal waren, ne? Können die Dinger eigentlich kaputt machen? Nee, anscheinend nicht. Und sowas hier? Einsammeln kann ich auch nichts hier. Na gut. Gold! Sehr schön, wenn ich mir mal wieder das nächste Salz holen muss. So, jetzt habe ich aber komplett die Orientierung verloren. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt gerade... Guck ich gerade? Nee, das ist immer die Richtung, wo meine Maus quasi hinguckt. Okay, ich gucke in die Richtung. Das heißt, Richtung Süden, also in die Richtung, könnten wir eigentlich auch nochmal eben kurz laufen. Ich will die Folge jetzt nicht zu lange machen, zumal wir jetzt auch keine richtige Aufgabe haben. Aber ich will zumindest so grob schon mal eben gucken, ob wir hier noch was finden. Da. Nee, da war ich noch nicht. X
Katzenpapier liegen. Das braunes Buch. Ja. Das ist immer ein Felsen hier, ne? Moment. Das ist jetzt aber das Haus, wo ich hergekommen bin, da hinten, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Hier sieht der Wald so abgerodet aus. Aber hier hüpft... Doch, da hinten hüpft was in der Gegend rum. Ja! Ich wollte gerade sagen. Hallöchen! Da sind sie wieder. Werden die wenigstens... Ja, die werden diesmal eingezeichnet. Ja, sehr cool. Frage ist, kann ich auch mit irgendjemandem sprechen? Ich gebe euch jetzt einfach mal Bären. Achso, ich habe keine Bären. Ich laufe seit ewig und 3 Jahren mit Bären rum. Jetzt habe ich die Bären weggetan. Moment, ich hole euch mal eben welche. Oh nein. Nein, 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 die Bäume wollte ich eigentlich nicht machen. Das tut mir leid. Es tut mir leid. So, ein lecker Bärchen für dich. Ja. Da kriegen wir hängende Kräuter. Oh, jetzt haben sie gemerkt, dass ich hier am Füttern bin. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Das ist ja hier wie, wenn man in den Zoo geht oder so. Zwiebeltopf. Du kriegst noch was für hängende Kräuter. Du auch. Sehr schön. Nicht weglaufen. Guck mal, ich habe eine Beere für dich. Für einen großen Zwiebeltopf. Ja. Oh no. Da ist aber nichts, was wir hier finden können oder so. Weil das sah jetzt so aus, als ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Aber das sind... Ach, das sind ja Häuser, ne? Nehme ich an. Tja. Ich weiß jetzt, wo die sind, aber es bringt mir eigentlich gar nichts. In die Richtung, in der ich jetzt gucke, da können wir noch mal ein bisschen entlang laufen, bis wir quasi wieder beim Haus der Hexe sind. Aber... Oh, doch, oh... Ich sehe was, wo ich nicht weiß, ob ich das machen soll, aber was vielleicht die Aufmerksamkeit erregen könnte von einem neuen Naturgeist oder so? Fragezeichen. So, sehr schön. Du sollst ja nicht die Bären... Oh, jetzt hat er wieder die Bären geholt. Okay, da ist wieder ein Lagerfeuer. Da gehe ich aber wieder zurück. Das heißt, das ist das Lagerfeuer, wo wir waren, glaube ich. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Weil wir haben ja immer die Dinger abgeschossen. Und hier hängt noch eins dran und die Truhe ist auch noch zu. So. Fischermesser, zusammengelegtes Fischernetz. Also das ist ja irgendwie das Fischerdorf, ne? Das ist nicht das Hühnerdorf, es ist das Fischerdorf. Besticktes Kleid in Rot. Okay. Ja, aber haben wir dann doch schon mal... Das sind zwar alles nur Kleinigkeiten natürlich, aber ich freue mich dann trotzdem da ein bisschen drüber. Weil wir dann auch wieder so ein bisschen nachhelfen konnten natürlich. Tut mir ein bisschen leid um die Menschen, weil die machen das ja eigentlich nicht umsonst. Und in der Regel haben sie auch keine bösen Hintergedanken dabei, wenn die jetzt so einen Hochstand bauen oder so. Das ist in der Nähe vom Haus eigentlich. Müsste ich das schon eingesammelt haben? Ich sehe jetzt nur gerade. Das war, glaube ich, nur eine optische... Nee, das war nur eine optische Täuschung. Okay, schade. Weil ich habe es hier so glitzern sehen. Da hinten ist das Haus.
Nee, tatsächlich finde ich jetzt hier gerade auch nichts mehr. Ja, ist halt, ich sag mal, teilweise ein bisschen schade. Ach komm, das schafft ihr doch wohl noch. So, ist halt teilweise ein bisschen schade, weil ich halt jetzt erstmal irgendwie eine neue Aufgabe suchen muss. Und das, ja, für mich jetzt persönlich ein bisschen einen doofen Beigeschmack hat, sage ich mal. Weil wir jetzt nicht genau wissen, was wir machen sollen, wo ich jetzt hin soll. Die beiden Sachen sind jetzt gelöst. Sie sagt mir auch, sie hat ja im Endeffekt nichts für mich. Aber sieht hier trotzdem noch sehr kahl aus, finde ich. Also wir sind zwar hier so irgendwie runtergelaufen, aber vielleicht sollten wir in dem Bereich dann nochmal gucken in der nächsten Folge. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo was. Tja, und wenn die hier schon eingestellt sind, denke ich mal, dass wir da wahrscheinlich auch demnächst nochmal was machen können. Ich bin mir nicht sicher, aber gut, wir werden es herausfinden. Ich werde mich jetzt vor diesen wunderschönen Sonnenauf- oder Untergang stellen, damit ihr den noch genießen könnt, meine beruhigende Stimme noch hören könnt, wenn ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!